Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir haben lange auf dieses Gesetz gewartet. Jetzt liegt es endlich vor. Und dann ist es erstmal kein großer Erfolg. Man muss einfach sagen, da wurde zu kurz gesprungen. Auf den ersten Blick dachte ich auch, oh, das entspricht vieles unseren Anforderungen, die wir Ihnen vorgelegt haben. Aber das war nur der erste Blick. Vielfältige Sachen, die hier kritisiert wurden, das eint uns offensichtlich. Es wird zwar behauptet, als könnten jetzt alle ihre Qualifikationen, die sie im Ausland erworben haben, anerkennen lassen, aber wenn man sich das genauer anguckt, stellt man fest, dass das mitnichten so ist. Und das ist nicht das Gesetz, was wir wollten. Das ist übrigens auch nie ein Gesetz, über das wir diskutiert hatten. Wir wollten eine Anerkennung von allen im Ausland erworbenen Berufsabschlüssen und von allen Menschen, die hier leben. Das war übrigens auch ein großes Verständnis über alle Fraktionen hinweg. Von daher ist mir jetzt ein großes Rätsel, warum es in diesem Gesetz nicht umgesetzt wurde. Und unser Hauptkritikpunkt an dem Gesetz ist, dass Sie die zentralen Probleme, die es auch schon im Bundesanerkennungsgesetz gab, überhaupt nicht erst angepackt haben. Und auch hier wurden die Kritikpunkte schon genannt. Der Gesetzentwurf enthält zwar einen Anspruch auf Erstberatung, schon mal sehr gut. Wir haben in Berlin auch das IQ-Netzwerk, also wir haben auch eine gute Beratungsstruktur. Aber wir wissen eigentlich auch alle, dass diese Erstberatung einfach nicht ausreicht. Notwendig ist ein Rechtsanspruch für all die notwendige Unterstützung, die die Menschen brauchen. Das fängt an bei allgemeinen und berufsbezogenen Deutschkursen. Das endet bei Anpassungsqualifizierung. Und dazwischen liegt noch der gesamte Prozess der Anerkennung, was bedeutet, dass ganz viele Unterlagen beglaubigt, übersetzt werden müssen und vorgelegt werden müssen. Das alles kostet Geld. Und ganz viele Menschen, die auf dieses Gesetz angewiesen sind, um ihre Qualifizierung anerkennen zu lassen, haben dieses Geld nicht. Das ist ein Ergebnis des Bundesanerkennungsgesetzes. Und deshalb hat Frau Becker erstmal recht. Wir brauchen ein entsprechendes Programm, was den Menschen die Hilfe auch bietet. Im Einzelnen, meine Damen und Herren, werden wir das noch im Ausschuss diskutieren. Wir haben noch eine Anhörung vor uns. Mich freut es sehr, dass die Kritik an dem Gesetz doch uns alle bisher geeint hat. Wir wissen nicht, was CDU und Piraten noch sagen. Aber Frau Becker, wir sind jetzt in Haushaltsberatung und der Einzelplan 10 ist noch nicht durch. Es besteht noch alle Zeit der Welt, jetzt entsprechende Anträge zu stellen. Machen Sie das. SPD und CDU, diese Koalition hat die Mehrheit. Stellen Sie diese Anträge. Unsere Zustimmung haben Sie auf jeden Fall, ich vermute, die der anderen Oppositionsparteien auch. Aber die Anträge, die müssen Sie jetzt auch stellen. Und das erwarte ich auch. Man darf nicht immer nur reden, man muss auch mal handeln. Vielen Dank.